Das wird nichts, Herr Nachbar. Das wird nichts. Da muss schon Fleisch was reinschmeißen oder sowas. Du, da gibt es noch mehr Hunde in der Farbe, die das sind falsch mit heimnimmst, gell? Ja, gute Rabe. Gut gemacht. Oh, der ist mutig. Ha? Das ist ein mutiger. Der ist ein mutiger, ja. Es sind einige mutige da, was unseren ist. Ob das an der Farbe liegt, oder? Nee. Schwarz ist mutiger als hell? Meinst du? Ja. An irgendwas muss es liegen. Unsere ist halt einfach ein Schieber. Kneip. Leg dich doch mal rein. Auf der Bank sitzen und Kommandos geben. Ja. Genau. Mit wem, oder? Ja. Die Jugend, ne? Die Jugend. Ja. Was sagt man dazu? Schau mal, die haben sogar ein U-Boot dabei. Hey. Also der Bayerische Rundfunk ist mit dem U-Boot ausgerüstet, alles dabei. Ja, und das sind auch die ja. Ein U-Boot. Ja. Wir sind so verliebt dabei. Die sind echt cool. Folien bauen die nicht. Nee, das ist alles, glaub ich, ein Rabbi. Ich glaube, das kann ich nicht verraten. Ey, das ist echt cool. Ach Gott, ach Gott. Jetzt nicht mehr. Also, er bleibt dran. Oh, jetzt aber nicht Herr Nachbar, das ist ja blamabel für Radio etwas aus. Jetzt haben wir einen eigenen Hund dabei und dann. Ne? Ja, mach doch gut mit. Joschi! Mach doch gut mit. Ach, das ist gar nicht der Hund. Nee, meiner ist das. Der macht jetzt das. Was macht denn jetzt das? Hast du dir jetzt einen Hund geliehen oder was? Naja, ich will jetzt gerade mit ihr wegen trainieren. Okay. Was gibt's denn ein? Joschi, komm! Da! Hopp, da rein! Da komm! Wo bist du denn aus? Joschi, da komm! Rein. Joschi, hier! Da komm! Hey! Oh, wow! Das wird nichts mehr mit Joschi heute. Ja, hoffentlich vorbei.
Das hat sich ausgejoschit. Ja, aber der Ball ist nachher, wenn ich dann unterhaltspflichtig bin, dann habe ich das geschossen. Ne? Ja, und da steht im Pass im Schwimmbad geboren. Ne? Ja, genau. Geboren. Nicht geboren, sondern gezeugt, Entschuldigung. Ne? Das war im Schwimmbad. Sie sind die Zuschauer? Sie haben einen Hund? Ja, ja. Stellen Sie sich vor, ich war heute früh eine halbe Stunde zu früh und habe meinen Hund vergessen. Ah, okay. Ja, jetzt bin ich ohne Hund da. Aber ich habe meinen Katz mitgebracht, da oben ist der Kopf drauf. Sehr schön. Also, ich muss gestehen, ich war um 9:30 da, aber es war noch keiner um da. Es geht um 9 Uhr an, auch der Bayerische Rundfunk war um 9 Uhr da. Und wo ist der jetzt? Kein Hund. Wo ist der Bayerische Rundfunk? Die tun immer noch irgendwo rum. Weil den könnten wir doch einmal filmen. Ne? Haben sie doch schon gefilmt. Ah, hast du schon. Genau. Super. Der Bayerische Rundfunk hat Angst gehabt, es kommt gar kein Hund. Dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, dann interview ich sie und sie mich. Ah ja. Aber es kamen dann doch ein paar Hunde. Aber schau, das ist ja relativ voll, ne? Aber Herr Nachbar, ich habe meinen Hund vergessen. Ja, das ist das. Du brauchst halt einen, ne? Ja. Da, wo meine... Joschi, komm. Herr Nachbar, wo filmst du jetzt hin? Ja, ich muss da meinen Hund beobachten. Nicht, dass der mir da... Du sollst mich beobachten, Herr Nachbar. Ja. Also ich nehme also ich gehe wieder weiter. Ja. Joschi, hab... Also da drüben ist interessant. Wo? Oh, da gehen die Damen mit ins Wasser. Ja. Oh, das ist eine Steilvorlage. Der dauert eine halbe Stunde da. Und die haben nur 31 Sekunden. Ich wollte gar nicht wissen, was die da alles reinbringen wollen. Was, die haben 31 Sekunden? Oh, jetzt haben wir einen neuen Kunden. Neues Mädchen. Jetzt haben wir ein neues Mädchen gefunden. Das gibt wieder jede Menge Nachwuchs. Ja, aber jetzt hat er eine andere. Ja, aber ich habe gesagt, er steht auf Blonde. Ja, ja, scheinbar. Also der eine Hund war unter dem Wasser, mein Hund geht ja nur teilweise ins Wasser. Kaum sind ein paar hübsche Schwimmerinnen da, ist gleich die Hölle los hier. Mainpost, Bayerischer Rundfunk. Der Kollege? Was ist das für ein Hund? Das sind hübsche Hundebesitzerinnen. Aber solche Bilder darfst du doch nicht bringen, oder? Ich weiß es noch nicht. Weil du hast ja noch ein Bild. Nein, nein. Hast du mehr Bilder? Achso, du machst Internet, ne? Genau. Ja, ja. Also ich komme hier nicht weg. Ich wollte um 10 Uhr schon in Schwarzach sein, um 11 Uhr in Volkach. Jetzt ist, glaube ich, 10:30. Und der Herr Nachbar übt mit seinem Joschi, aber oh, der Joschi geht. Och Joschi, lass das doch nicht abnehmen. Also ich verliere jetzt langsam die Übersicht. Okay. Als Durchmarschieren. Okay.
alles Mögliche. So Ist das da jetzt der Yoshi oder ist es nicht der Yoshi? Das ist der Yoshi. Hast du ihn so weit gekriegt heute? Bitte? Hast du ihn da jetzt zum Schwimmen gekriegt? Ja, das macht er doch wunderbar. Jetzt. Wenn er mal drin ist, dann ist es okay. Er braucht bloß immer so ein bei Sicherheit. Ne? Wenn er spürt, es geht gut, dann ist er nicht mehr zu halten. Sind ja eigentlich die Rassen, die fürs Wasser geeignet sind. Ne? Der Nachbar, ich bin gerade wegen abgelenkt. Ja, das ist doch gut. Da hüben sind ja. Schöne Motive. Ja. Das habe ich schon gedacht, das ist ein Mikrofon, was Sie da in der Hand haben. Ja, aber hallo. Ich habe gedacht, Sie wollten mich interviewen. Immer schön vorsichtig mit dem Schirm. Ja, genau. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Daher. Brave. Das ist ein Yoshi, gell? Ja. Weil wenn es ein Yoshi wäre, wird es nicht so. Wenn mehrere Yoshis da wären, das wäre natürlich problematisch. Ne? Aber das war jetzt halt gerade nicht ungefährlich. Ne? Wenn es jetzt den Hund zum Beispiel reinschmeißt, dann kann es sein, dass er gar nicht mehr reingeht. Ne? Ja. Das habe ich beim Yoshi niemals selten versäumt. Ne? Mich kannst du reinschmeißen. Nee, war schlecht. Ich gehe ja wieder rein. Ja. Gott, bist du ein großer Hund, du. Ja, ne? Schön war das Telefonieren verboten, gell? Ja, jetzt bräuchte man halt ein paar größere Krallen, ne? Aber er hat es geschafft. Wie heißt du? Huch heißt er. Wir können nicht wissen, wie er heißt. Fällt dir das hier? Ne? Ja. Schön. Kann man mal schöne Grüße ausrichten an deine Schulfreundin oder. Na komm, hau mal welche raus. Ist weltweit zu sehen. Wie heißt deine beste Freundin? Destiny. Okay, und in welche Klasse ist? AKG oder? Nein. Bist du nicht im Gymnasium? Marktbreit. Marktbreiterin bist du? Ja. Klasse.
Gut. Also, sag ihr noch Bescheid, dass du auf YouTube zu sehen bist. Hunde schwimmen, Kitzingen. Sag's euch. Hunde schwimmen, Kitzingen. Genau, sag deine Freundin Bescheid, du bist zu sehen. Ne? Also, ich danke dir. Bitte. Wenn es regnet. Wer hat den Regen mitgebracht? Ich nicht. Wahrscheinlich. Teller nicht aufgegessen gestern, oder? War er schon. Ich habe meinen aufgegessen. Mein Budenko da vorne, der Beige. Ein Budenko? Ein Budenko, der da. Was ist das für ein... Der da? Das ist ein Budenko. Der da? Ja, ein spanischer Jachthund. Oh. Windhundartig. Haben da die Enten jetzt keine Angst, wenn da ein Jachthund... Die kennen ja keine Jachthunde, ne? Nee. Wir haben uns überlegt, warum die Enten so friedlich sind, weil die kennen ja nur Menschen. Mhm. Sind hier aufgewachsen heuer, ne? Mhm. Die kennen gar keine Jachthunde, ne? Mhm. Gott sei Dank. Der rennt 60 Stundenkilometer. 60? Ja, ist mein Auto in der Grenze. Der ist fast so schnell wie ich. Ja. Lasst mich bitte aus dem Spiel, ja? Ich werde auch gebraucht heute. So, schön war's. So, jetzt wäre ich fast noch gebissen worden. So, wir tun uns verabschieden vom Schwimmbad. War schön heuer. Das Wasser hat nach wie vor noch 20, 21, 22 Grad. Da ist ein Schirm. Aber das ist ja meine. So. Also. Also, wir verabschieden uns. Bis nächstes Jahr.